Freunde, ein ganz herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. Ja, warum ein Real-Life-Video? Natürlich, ich verfolge ja auch so ein bisschen das Netz bzw. YouTube. Und vielleicht haben es die ein oder anderen mitbekommen, was dem Owner von OP-Sucht passiert ist. Er hat schon öfter mal das Bewusstsein verloren, Schwindel und so weiter und so fort. Das ganze Problem kenne ich natürlich auch. Also Fox, liebe Grüße gehen nochmal an dich raus. Danke auch nochmal, dass du ebenso wünschst, dass du wie auch ich dafür möglichst zeitnah eine Lösung finden. Ihr wisst es selber. Die Ärzte können nicht wirklich viel herausfinden. Bei mir ist es halt auch noch mit viel Übelkeit und allem drum und dran. Und es geht halt wirklich bis zum Äußersten. Das ist auch gerade im Moment der Grund, warum aktuell weniger Content kommen wird und auch Content kommt. Momentan geht es mir wirklich wieder sehr, sehr schlecht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das unter anderem mit dieser Vorweihnachtszeit zu tun hat, mit dem Ganzen, was vor mir noch liegt. Es wird also die kommenden Monate nicht einfacher, weil ihr wisst es, ich muss aus der Wohnung raus, suche seit 2 Jahren eine andere Wohnung und die ist eventuell, aber auch nur eventuell jetzt gefunden. 25 Minuten, 30 Minuten ungefähr von hier. Das ist auch ein ganz großes organisatorisches Fragezeichen, weil ihr wisst selber, ich kann teilweise noch nicht mal aufstehen manchmal und bis dahin zu kommen, es wird ein harter Kampf werden. Allein die ganzen organisatorischen Sachen. Ich gehe also davon aus, dass es mir in den nächsten Wochen und Monaten noch schlechter gehen wird als jetzt. Zumal sich viele, viele Sachen aus der Vergangenheit nicht regeln lassen und viele Sachen neu auftauchen werden. Ich wollte einfach nur, dass ihr darüber Bescheid wisst, dass ihr nicht sauer seid, warum keine Videos kommen werden oder weniger. Es ist einfach ultramäßig viel zu regeln und jeder, der halt schon das erste Mal eine eigene Wohnung bekommen hat, weiß, was es für Arbeit ist. Und dann müsst ihr euch vorstellen, noch Menschen, die jetzt in persönlichen Krisen sind und selber sich nicht helfen können, was für Kraft es sie kostet. Ich habe ja gesagt, ich werde die Zahlen bis Silvester weiterhin beobachten. Das läuft halt auch weiterhin. Ich kann noch nicht sagen, ob es nach Silvester noch weitere Folgen oder Aufnahmen geben wird. Ich kann das erst alles an Silvester sagen. Deswegen, wenn jetzt noch ordentlich Menschen dazukommen, wenn ihr nochmal eure Freunde zu diesem Kanal einladen würdet, das wäre wirklich tutti. Und das würde mir wirklich mega, mega viel Freude bereiten. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit auch noch, damit ich einfach auch sehe, hey, ich mache weiter oder so, ne? Ich wollte diese Sache nur halt nochmal erklären, weil jetzt die letzten Wochen immer mal wieder ein paar Nachfragen kamen. Oder ich bin immer noch erkältet. Oder auch viele, viele Vorwürfe. Warum jetzt bestimmte Sachen so sind, wie sie sind. Ich kann halt eben mich hier keine 5 Stunden zum Beispiel vom PC setzen und so lange aufnehmen, bis ich dann genügend Material zusammen habe, mich dann nochmal 4 Stunden hinsetzen, das Material schneiden und rendern und so weiter und so fort. Ist absolut nicht machbar. Und das tut mir halt auch wirklich leid, weil solange ich halt noch keine 1000 Abonnenten habe, kann ich nicht monetarisieren. Das heißt, solange läuft das alles hier auf
ja, freiwilliger Basis und ohne Bezahlung, ohne, ne? Ihr wisst, wie das ist. Es ist ganz, ganz schwierig und natürlich, es macht Spaß, aber man darf auch seine eigene Gesundheit nicht vernachlässigen. Und das ist alles so eine Sache. Aber ich freue mich trotzdem immer, wenn ich für euch produzieren kann und wenn ich euch damit eine Freude bereiten kann und würde mich wirklich tierisch darüber freuen, wenn ihr noch mehr eurer Kollegen, Freunde, wie auch immer, zu diesem Kanal einladen würdet. Habt einen schönen Tag und einen schönen Wochenteiler. Eure 1KZD hier.